Zuspruch einer Seherin. Na, so richtig Zuspruch war es ja nicht. Schnellreise können wir auch machen, toll. Ah, Fertigkeitspunkte, holy. Die erwischen mich immer. So, dann gehen wir mal kurz auf die Fertigkeiten. Mhm, 2 Punkte. 1,7 Fähigkeiten Schaden, natürlich. Betäubung gefällt mir auch gut. Erstmal hier ein bisschen Schaden. Ich guck mal kurz, hier wäre das nächste, glaube ich, auch Schaden, ne? Nahkampfschaden, so. Was? Das bedeuten also diese Striche. Oh. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, dass es diesmal so wenig ist. Ja, gut. Das ist, Schleichen. Okay. Weg des Raben. Geht's dann nochmal? Fernkampfschaden, pipapo. Hallo. Fähigkeitenschaden. Fortgeschrittener Meuchelmord. Töte Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Leichter Angriffsschaden. Kritische Chance Nahkampf. Gesundheit 5,2. Und hier geht's auch nochmal runter. Und da geht's auch nochmal weg. Und da geht's auch nochmal weg. Und da geht's auch nochmal weg. Obwohl das hier führen, glaube ich, zum selben, ne? Da müssen wir aber hier, schleichender Kundschafter, hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Oh, das gefällt mir gut. Aber hier ist Fernkampf, Gesundheit, Weg des Wolfes, Fernkampfwiderstand, auch schön. Das Problem ist, ich will alle Skills. Ich will alle Skills. Ich will die alle. Ne, mit R-Zoom bringt diesmal recht wenig, also schon. Aber, oh Gott. Man sieht halt, ich weiß nicht genau, was da noch alles verdeckt ist. Es ist vielleicht so, 2, 3 Sachen könnten da noch im Schatten liegen. Okay, also ich glaube, müssen wir's. Da kommt noch was, glaube ich. So. Aber ja, ich will gerne alle Skills. Da sind 2 Pferde, wir können uns aussuchen. Oder wir probieren mal die Schnellreise aus auf der Karte. Welt, Welt, Welt. Welt, Welt, Welt. Schnellreise, dann reisen wir. Nicht synchronisiert. Ah, okay, wir machen das später. Ich muss mich zurückhalten. Wenn es einmal anfängt. So, das sind die Ladebildschirme. Wir kennen sie schon aus Odyssey. La la, pitsche, patsche, pitsche, patsche. La 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 la. La 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 la. Oder soll ich sagen, der Animus-Ladebildschirm. Die Ladesequenz. So. Okay. Ja, die Hirschgeweihe müssen wir auch noch machen. Sprich mit Randvi. Ich guck mal kurz was. Reittier rufen. Ich guck mal kurz nach dem Reittier, ja? Das ist unser aktuelles Reittier. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das wechseln. Hoch, wo kommen die denn alle her? Wir müssen mal gucken, ob ich das wechseln kann. So, Vornberg. Proviant ist voll, super. Was ich auch gerne mal prüfen würde, ganz kurz. Wie kann ich denn. Hauptmenü. Ich würde gerne später gucken, aber weißt du was, vielleicht noch nicht jetzt. Wir gucken mal. Die Technikpunkte nicht vergessen. Die haben wir noch gerade eingesetzt. Die haben wir gerade eben eingesetzt. Okay. Jetzt probieren wir es nochmal. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Na gut. Ich spreche mit ihm, noch gehe ich nicht hinein, doch wir sprechen jetzt mit ihm. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken.
Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Haben wir keine Verbündeten? Mit Rohlingen kann man nicht verhandeln, deine Verhandlungen verschleiern nur deine Feigheit. Was wahrscheinlich stimmt, aber wir sagen es nicht, wir wollen ja diplomatisch sein. Mit Rohlingen kann man nicht verhandeln. Alles richtig, ich bin erstmal ganz freundlich. Haben wir keine Verbündeten? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Ja, freundlich sein. Hm. Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Nicht schon wieder. Sigurd ist zurück. Ach so. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Gott sei Dank. Familienangelegenheiten. So, jetzt mal wieder. Die Rückkehr des Prinzen. Na dann, ich folge mal unauffällig. Begib dich zur Anlegestelle. Kommst du nicht mit? Alles klar. So. Auf zur Anlegestelle! Der Prinz ist zurück! Der Prinz! Formerly known as Symbol. Oh, Bären. Achso. Ach, der vorsichtig Siegel. Damit! Eivor! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Tränger! Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du! Salzgegerbter Wikinger! Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart! Das ist erst der Anfang! Randvi, geliebtes Weib! Dein Gatte ist zurück! Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Haitham. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Eivor. Spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Hat er gerade Assassinen mitgebracht? Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein.
Mein Sohn! Willkommen zu Hause! Ach, Vater! Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach 2 Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Mhm. Wann ist sie denn reif? Wahrscheinlich nie. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängir zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Skål! Du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Ja? Es gibt noch andere, mit denen du sprechen solltest. Ja, machen wir natürlich. Wir sprechen mit allen. Wenn wir da hinkommen. Hallo, hallo. Randvi, Eivor! Hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Oh. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Schön, schön. Klassiker. So, ich würde ganz kurz mal, solange wir hier drin sind und generell, ich nehme mal kurz den Bärenhelm wieder ab, ne? Das ist irgendwie so komisch, weil wir rumlaufen und haben immer die Mütze auf. So. Schön das Bett warm furzen. Das kennen wir alle. Also ich nicht, ihr aber. Heitam, richtig? Ja. Und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Es wird gerade diskutiert, ob Leute vorhin vielleicht statt Assassinen Templer waren. Aber die haben so viele Dolche im Bund gehabt. Hatten Templer auch so viele Dolche immer dabei? Ich weiß es nicht genau. So. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Da. Und du kein Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an.
Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. Ringfinger fehlt, ist Assassine. Alles klar. Dann reden wir noch mal ganz kurz mit König Eisenherz da vorne. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Aha. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Der Styrbjörn, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Und sag mal, ist es Sigurd, den wir verraten werden, angeblich? Und Sigurd hat die Assassinen mit hierher gebracht? Ob da Zusammenhänge bestehen, frage ich mich gerade. Vielleicht. Der Sigurd meinte ja auch, drüben werden alle so reich und lalala und so wohlhabend und pipapo. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht so ein Konflikt entbrennt. So. Hat er blaue Haare? Okay, der hat blaue Haare, okay. So. Na dann wollen wir mal. Ja, sie ist seine rechte Hand, aber diese ward abgeschnitten. Ah, okay. Der Kampfarm. Gut, wir sprechen mal mit Sigurd, komm. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Okay. Auf meine erste Nacht in Fornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende mettrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink. Skål. Du würdest selbst Thor beschämen. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen? Ja, komm, ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Klar, die Lusche. Vergib mir, am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten. In einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. Ah. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Ach ja, na sieh mal an, die Klinge. Wie wunderschön. Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren.
Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Missgeschick. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Sag mal, willst du mich anmachen? Warum reibt er sich an mir? So. Dann testen wir mal. Euer Clan. Hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehenden nicht zu viel zu verraten. Mhm. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Okay. Ich schleiche mich an die Strohpuppe an. Geht er keine Augen? Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Okay. Greif dieses von der Kante aus an. Von der... Welches dieses? Was ist denn dieses? Attentate vom Rand aus? Wenn du an einer Kante hängst, kannst du versuchen, ein Attentat auf einen Gegner über... Ah, okay. Sehr gut. Ja, nice. Ach, ich liebe das. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Das wollte ich vorhin. Hat nicht funktioniert. Aber jetzt geht's. Ja, ganz genau so. Oh, schön. Oh, meine Augen leuchten wie Weihnachten. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Okay, kann ich einfach rein? Den Kuckuck. Perfekt getroffen. Oh, hier ist warm. Hier bleibe ich den Winter über. Hauen die einfach ab. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Lass dir Zeit mit der Klinge. Okay, braucht man nicht. Ich finde die beiden trotzdem alles, es ist ein bisschen strange. Es ist ein bisschen strange. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, ja, so, das hat mir vorhin gefehlt. Im Anfangsdörfchen. Das hat mir gefehlt. Ja, ich glaube auch, die haben irgendwas vor. Die sind sehr nett zu uns, einfach so. Das heißt, irgendwo ist da ein Haken dran. Und wir haben es ja auch gemerkt. Und ich glaube auch, Sigur hat irgendwas. Der hat jetzt irgendeinen Grund, warum er mit uns zum Hafen gehen will. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Mhm. Ich... Irgendwas. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem.
Du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Oh, dunkle Schatten ziehen vorauf. Vorauf? Voraus. Vornberg. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Ein Assassine? Scheiße. Kjötvis Krieger. Oh, zwei Fertigkeitenpunkte. Ja gut, Krieger müssen warten. Wir müssen Fertigkeiten ausgeben. Okay, alles klar. Hier hätten wir noch 2,5 Betäubung und dann schwerer Schaden. Ich würde die beiden erstmal erwerben, auch wenn ich gerne... Wähle deinen Weg. Auch wenn ich gerne in diese Richtung hier gehen würde. Schleichangriffschaden kommt später noch. Attentatsschaden, die beiden gönnen wir uns nächstes Mal. Fernkampfschaden. Ich würde jetzt erstmal den schweren Schaden. Den würde ich erstmal nehmen. Was kommt denn hier? Stampfen. Ja gut, das sieht auch gut aus. 5-2 Gesundheit, Weg des Bären. Kritische Treffer. Widerstand schwer, okay. Gut. Ich bleibe nochmal kurz weg. Oder warte. Hi. So, zufälligerweise gibt es hier jetzt Pfeile. Allein. Ich muss die anderen finden. Ist das da unsere? Okay, warte, war das? War richtig, ne? Hilf mir. Sei meine Augen. Warum leuchtet es denn hier? Finde und töte alle Speer? Kommen die hier lang? Warum leuchtet es hier denn so? Wir müssen. Ah, alles klar. Was ist denn da? Okay, da sind noch mehrere. Okay, die sind das auf jeden Fall. Bären haben wir alle dabei. Mist, wo waren das nochmal von hier aus gesehen? Wo waren die Felsspalte? Die war es nicht. Okay, warte, ich muss mir mal ganz kurz orientieren. Doch, die war genau da. Okay. Gut. Dann gehen wir hinten rein. Markieren wäre nicht schlecht. Ja, kommt alle. Ein weiter, okay. Ob schleichend oder schlagend, wir kriegen die schon. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Pfeifen, ja, pfeifen! Manchmal ist es das Beste, Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Spüre mit Hilfe von Odins Sicht Gegner in der Nähe auf. Wenn du in ihrer Nähe versteckt bist, kannst du sie anlocken, indem du pfeifst. Wir können Kjötvi von den Langschiffen berichten. Oder ihn den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen, hörst du?
Jammer nicht wie ein Kind. Sie mögen besoffen sein, aber nicht taub. Okay, ich teste das Pfeifen mal aus, auch wenn wir es gerade nicht brauchen. Was soll das denn? Okay, ich töte den Ersten, dann lese die Befehle. Also. Und Sigurd muss davon erfahren. Gleich. Erstmal lesen wir die Befehle. Das war nice. Kjötvis Anweisungen. Sage mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Krieger, Vorräte. Vermerke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bring in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht. Kjötvi. Kotvi. So, die waren nur zu dritt, hat er auch gesagt, also keine weitere Gefahr. So. Sag mal. Ey, du Editamin! Ey, du Editamin! Ey, du Editamin! So. Wir suchen Sigurd auf. Nur 70 Meter. Warte kurz. Cool. Was für ein epischer Kampf. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich spreche als dein König, Sigurd, nicht als dein Vater. Höre meine Warnung oder geh. Du wirst niemandes König mehr sein, wenn du nicht bald handelst. Hm. Und die beiden immer dabei. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Hat er recht. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Motiviertes Trinkhorn. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Und du uns nicht in den Abgrund. Entschuldigung. Was war denn das? So, wie nur das Boot, ne? So. Abfahrt! Die Männer sind auf einmal auch alle da. Okay. Plündere Kjötvis Vorräte. Renn dir! Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Hm. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Ja. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Ja! Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Endlich sagt es mal jemand!
Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Ach, das wird sich bald wohl zeigen. Stimmt etwas an. Skaldenlied, guten Geschichten der Besatzung. Ich höre gerade noch nichts. Zu Geschichten wechseln, Bragim und Skalden. Das ist aber kein Lied, ne, oder? Schön. Wir sind ja gleich da. Schade, ich wollte noch ein Lied hören. Rege runter! Ebene! So, Führung abgeben, let's go. Jetzt? Kommen die uns hinterher eigentlich? Ja, okay. Macht euch bereit! Ich laufe mal außen rum, weil ich glaube, die können nicht klettern, ne? Ort entdeckt. Netherfall. Na dann. Wir haben vielleicht auf der falschen Seite angelegt. Ich bin nicht ganz sicher. Wo ist denn hier der Eingang? Ist es ein Eingang? Kann man den durchbrechen? Guck mal, hier ist so ein komischer... Ich muss mich in Acht nehmen. Was ist denn da los? Komm schon. Der geht ganz woanders hin. Okay, warte. Oh, Plünder. Okay, die rennen schon rein. Wir sind der einzige Sneaky Bastard hier. War dumm gelaufen, ne? Oh Mist. Jetzt aber. Wir arbeiten zusammen. Okay. Warte. Mein Tod kommt sowieso. Und wir werden fürstlich speisen. Bist du böse? Oh. Jetzt nicht mehr. So, warte, hier hat man noch einen Bogenschützen irgendwo. Da. Gut. Ich meine, die Wikinger sind nicht so unauffällig, wie wir es gerade sein wollten. So. Bogenschützen, leichte Angriffe reichen locker. So, wir sind wieder hidden. Oh, hallo. Ich weiß nicht, wo du bist. Finde und zerstöre die Vorratswagen. Mach ich gleich. Das ist wahrscheinlich einer davon. Ja, warte ganz kurz. Warte kurz. Ja.
So. Was mit ihm? Schön. Okay, nice. Schön, dass sie überall Explosive rumstehen haben. Ich wollte nach oben gehen. Ich wollte nur mal kurz gucken. Erstmal Pfeile kann man mitnehmen. Das ist gut. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz gucken, wo die noch weitere Vorratswägen haben. Aber das können wir auch so machen, ne? Der gehört zu uns. Ich glaube... Ich sehe gerade keine Vorratswägen. Bin ich zu ungeduldig wieder? Seht ihr welche? Ich sehe keinen. So, cool, das haben wir voll. Das hier ist kein Vorratswagen, ne? Ich guck mal ganz kurz. So, warte mal, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Gib mir ganz kurz eine Sekunde. Ich muss mal eben hier raus. So. Und weiter geht's. So. Kurz wieder auf Gamepad wechseln. So. Die Trolle holen dich. Shit. Hau doch nicht ab. So. Gut. Dann lass uns mal kurz zeigen. Shop würde ich gerne zeigen, aber ich weiß nicht genau, ob der nicht noch unter NDA liegt. Kann ich aktuell nicht sagen. Da hinten ist er. Okay. Der Sturm ist vorübergezogen. Noch nicht einmal in seinem Leben Miete gezahlt, aber große Fresse. So, hallo mein Freund. Gut, den haben wir. Okay. Wie gefällt es dir bisher? Macht schon Spaß. Und ich muss zugeben, mir macht sogar aktuell das nicht nur Schleichen Spaß. So, 49 Meter da oben irgendwo, da liegt ein goldenes Buch, eine Rune vielleicht, ein Runenstein. So. Dann gucken wir mal. Ich würde gerne wissen, was das ist hier. 20 Meter? Was ist das? In der Höhle unter uns wahrscheinlich, wa? Hi Sigurd, entschuldige bitte. Ich wollte kurz was gucken. Ich glaube, wir müssen auf eine Höhle finden. Wenn Gronkh looten kann, ist er glücklich. Ja, nicht nur. Ich will auch Brandschatzen. So, hier auch plündern. So. So, zack, weiter geht's. Ich würde gerne wissen, was das für ein Ding ist da oben. So, irgendwo fehlt noch ein Wagen. Übergib sie den Flammen! Ach, er ist auch wieder da. Cool. Da! Schieß diese miese Spinne da runter! Moin. So. Okay, es sind lauter Vorräte drin. Wir können nichts mitnehmen. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Da gibt es einfach nichts. Okay. Hier auch nichts. Nix. Ja, mit dem Brandschatzen ist ja nicht so viel, ne? Da denkst du, die haben hier sau viele Vorräte und sowas. Aber da, was kannst du mitnehmen? Zwei Pfeile und ein Stoff. Schon ein bisschen enttäuschend. So, auch nichts.
let's go. Okay, Nahkampf auch sehr nice. Übrigens. Braucht man für das Game am PC Uplay? Du brauchst Ubisoft Connect. Das hieß früher Uplay, jetzt heißt es Ubisoft Connect. Seit einer Woche oder so. Okay, ganz kurz. Da drüben. Lass uns mal ganz kurz auf den Wagen konzentrieren. Ich laufe hier rum und loote schon wieder. Lass uns mal kurz auf den Wagen konzentrieren. Schön da oben. So. Let's go. Hinterfall liegt in Trümmern. Lasst Blut und Asche eine Warnung sein. Da kommen Schiffe! Ja. Schön. Suche Sigurd auf, alles klar. Nanü. Sind das Engländer? Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Die sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Wir haben dasselbe Ziel. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Wieso kann ich ja niemandem trauen? Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Ja! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Wieso kann ich niemandem trauen? Ich traue den Assassinen nicht, ich traue dem König Harald nicht. Vielleicht ist der König Harald ja einfach gütig. Ich weiß es nicht. Er ist jung, aber kein Dumm. Ein grausames Schicksal. Hat sie denn? Hat sie Angst vor Wasser oder Schnee? Ich bin unsicher. Jetzt geht's wieder, okay. Oder wieder eine Vision gehabt? Ich weiß es nicht. Sprich mit Sigurd, machen wir gleich.
Ich mach mal ganz, ich guck mal ganz kurz hier. Wir können jetzt stampfen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Leichter Angriffsschaden und hier hätte man noch ausweichen. Weißt du was? Ich nehme mal Schleichangriffsschaden. Ich nehme auch noch leichten Schaden und stampfen. Ich würde gerne das Stampfen würde ich gerne noch mitnehmen. Danach die Gesundheit vielleicht auch mal irgendwann. Aber das gefällt mir schon ganz gut mit dem Stampfen. Stärke 11. Wir werden immer stärker und stärker. Ha. So, sprich mit Sigurd. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Flörli. Kennst du Flurli? Da wohnt Tobi. Wo ist denn der hier? Da oben? Da muss der ausgerechnet da oben sein. Oh. Warte kurz. Da muss aber Sigurd kurz warten. Ja, auf die Fresse! Ja! Immer reingesammelt! Ja! War schon vorbei? Los, wämmst ihn dann rein! Ja, richtig so. Genau so nämlich. So, Entschuldigung, das... So. Dann gehen wir mal kurz zu ihm. Oben im Türmchen. Sigurd. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Wir können es ja probieren. Wenn es nicht funktioniert, ich brauche mehr Zeit. Ich würde mich schon gerne umschauen, aber... Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Ich hoffe, wir schaffen das. Eivor, auf ein Wort. Eigentlich brauchen wir mehr Zeit. Basim, Heitam, diese Fehde ist nicht die eure. Und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. So sei es. Find's gut, dass sie das hinterfragt hat. Kjötvi! Sigurd Hurensohn!
Du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfs. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Trägt er wirklich zwei Zweihänder? Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Boah, Alter. Deinen Tod entkommst du. Alter, ist der overpowered. Binde dich, Wurm. Shit. Oh, ich hab nicht mehr genug Knabberkram, ne? Alter, der macht mich fertig. Ich brauche Ausdauer. Oh, das sind Beeren. Die brauche ich auch. Komm, umarme dein Schicksal. Ich umarme mein Schicksal gleich. Oh, scheiße, schon wieder. Boah, Junge. Der ballert gut rein. Was? Warum hast du nicht angegriffen? Sie greift nicht mehr an. Warum greift sie nicht mehr an? Alles klar. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Welt belehren. Alter, was ist das denn für ein Overlord? Junge. Ich habe ein Ast für jeden von euch, Raben. Wo ist er denn? Alter, ich kann gar nicht so schnell ausweichen, wie der zuschlägt. Holy shit, aber wir kriegen den. Ich kann nicht ausweichen. Das mit der Ausdauer ist echt hart. Entschuldigung. Ja, ich glaube, vielleicht hätte man vorher ein paar Nebenquests machen sollen. Ich weiß nicht. Ich brauche mir dein Herz. Aber wir kriegen ihn trotzdem. Okay, Pfeile gehen gar nicht. Schöner Versuch. Oh, fuck. Ja, ich probiere mal mit leichten Schlägen. Vielleicht ist es besser. Okay, leichte Schläge will ich gerade nicht. Ich warte mir dein Herz. Mach mal bitte nicht. Was? 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 Was war das denn? Halt Arm!
hätte er nicht machen dürfen. Es ist ihr Schlag. Oh, looten geht gerade nicht, komisch. Schändlicher Trick, Wolfsmart. Du bist das Kind deines Vaters. Alter, der will uns mit der Leiche verprügeln? Junge, Junge, was geht denn wrong mit dir? Okay, leichte Schläge gehen bei dem viel besser.